Ein Trapez mit Basen A, B und CD hat zwei gleich lange Seiten CD und DA, wie auf der unpräzisen Figur hierunter. Frage: Wenn der Winkel DAB 78 Grad misst und der Winkel BDA 24 Grad misst, wie groß ist dann der Winkel BCD? Wir suchen also die Öffnung von diesem Winkel, nennen wir sie X. Im Dreieck ABD ist die Summe der Innenwinkel 180 Grad und deshalb beträgt die Öffnung des Winkels ABD 180 Grad minus 78 Grad minus 24 Grad, also 78 Grad. Dieser Winkel ABD misst also 78 Grad, genau wie dieser Winkel BAD. Also ist das Dreieck ABD ein gleichschenkliges Dreieck, weil die zwei Basiswinkel dieselbe Öffnung haben. Demzufolge ist diese Strecke BD genauso lang wie diese Strecke AD. Das kennzeichnen wir so. Und weil diese Seite genauso lang ist wie diese Seite, ist dieses Parallelogramm BECD eine Raute, denn es ist ein Parallelogramm mit vier gleich langen Seiten. In jeder Raute schneiden die Diagonalen sich in einem rechten Winkel. Und demzufolge sind diese vier Dreiecke, die so entstehen, kongruent. Was also bedeutet, dass diese vier rote Winkel dieselbe Öffnung haben, die wir X genannt haben. Hier sehen wir am gestreckten Winkel EBA, dass X plus 78 180 Grad ergibt und demzufolge muss 2x 102 sein, also ist x 51 Grad. Der gesuchte Winkel misst also 51 Grad und somit ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.